Patrick, wie wichtig sind dir Duftstoffe in Naturkosmetik? Naturkosmetik ist jetzt natürlich ein weiter Begriff. Wenn ich da denke an unser Produkt, beispielsweise jetzt eine Intimpflege beispielsweise oder etwas, wo ich das überhaupt gar nicht die Möglichkeit habe, diesen Duftstoff eben wahrzunehmen, dann lege ich da mit Sicherheit auch keinen großen Wert drauf. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen muss, ich müsste ein Shampoo verwenden oder eben ein Duschgel oder eine Bodylotion, die jetzt gar keine Reize setzt bei mir in der Wahrnehmung, dann glaube ich nicht, dass ich die verwenden würde. Also ich glaube, dass Duft allein schon bei der Kaufentscheidung ein großes Thema ist. Und vor allem ist es immer so ein befriedigendes Gefühl, wenn ich eine Bodylotion auftrage und mich selbst nochmal erfrischt durch den Duft fühle. Und ich meine, im Hinblick auf unsere Produkte, wir haben ja eine gewisse aromatherapeutische Wirkung noch dabei. Mit unserem Lavendelduft in der Bodylotion das Ganze noch so ein bisschen entspannt. Oder dann eben bei dem Duschgel. Also ich könnte mir mein Duschgel oder diesen Orangenduft in der Dusche gar nicht mehr vorstellen, weil das ist das Dufterlebnis, worauf ich mich jeden Tag freue in der Dusche. Und dann komme ich da raus und fühle mich einfach toll. Und das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich etwas Gelartiges auf mich aufgetragen habe und mich dann sauber fühle, sondern auch einfach diese Annoncen gesetzt habe durch diesen Duft, den ich dann eben mitgenommen habe, um diese Dusche ein Wellnessgefühl zu machen.